So, moin moin. Ich habe noch ein bisschen Zeit und möchte einmal das Spielleiterhandbuch von D&D 5 mit euch ein bisschen durchgehen, damit man mal so sieht, was da alles ja, im Detail drin steckt und wie das alles mit diesem ganzen D&D-Zeug für mich ist und wie das, naja, irgendwann für mich neu geworden ist, obwohl ich immer schon wusste, was D&D ist. Das habe ich alles in dem Video zum Spielleiterhandbuch schon gesagt. Das, ja, wiederhole ich jetzt nicht nochmal alles. Ja, und dann gehen wir mal direkt rein. Also hier wird schon gesagt, okay, also das Spiel, das Buch ist auch schon dazu da, damit der Spielleiter irgendwie tolle Geschichten erschaffen kann. Also hier geht es jetzt eben nicht um ja, so ein Buch wie Wege des Meisters nur, wo man, was heißt nur, also wo man einfach über das Rollenspiel auch noch was direkt auf so einer Metaebene erfährt. Das ist mehr so wirklich dann die Welt bauen, Abenteuer bauen und solche Geschichten. Ja, im Gegensatz. Na, wackelt das ein bisschen hier? Im Gegensatz zum Spielerhandbuch habe ich dieses Buch noch nicht gelesen. Das steht mir dann noch demnächst bevor. Ich werde damit demnächst mal anfangen. Das ist die vierte überarbeitete Auflage. 50 Euro. Also Ulysses hat da schon einige von wegverkauft. D&D merkt man wirklich immer wieder, wenn man in den F-Shop reinguckt, ist echt beliebt. So, ja, hier ist sonst auch nichts Besonderes mehr drauf. Und dann können wir so langsam mal reinblättern. Ja, das Buch ist in diesem, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Letterformat oder so. Also dieses amerikanische, wo ja Europäer sich immer mal wieder darüber aufregen, dass sie das dann nicht so toll ins Regal stellen können, weil manchmal irgendwie, ja, das Buch noch ein bisschen rausragt oder so. Das ist bei mir beim The Witcher Rollenspiel Buch zum Beispiel so. Ja, auch hier gibt es wieder einen Disclaimer, der hier sagt, naja, wir sind nicht dafür verantwortlich, was ihr für komische, weirde Sachen macht. Ja. Und dann bekommen wir hier ein sauberes, klares Layout, eine Gliederung, die jetzt auch stark an das Spielerhandbuch erinnert. Finde ich sehr toll, dass das wirklich alles dann auch ähnlich aussieht. So, natürlich gibt es erstmal eine Einführung und wird erstmal gesagt, was der Spielleiter ist. Ein bisschen Tipps, wie man dieses Buch benutzt. Da geht es natürlich dann um die einzelnen Teile des Buches. Und bei Kenne deine Spieler geht es auch noch mal so ein wenig um die Spielertypen. Es gibt eben Leute, die gerne Schauspielern oder andere, die gerne kämpfen oder Probleme lösen, Geschichten erzählen. Das ist halt immer so eine Sache mit den Typen. Wer kennt es nicht? Ja, auch in diesem Buch gibt es wieder wunderschöne große Bilder, die über eine ganze Seite gerne mal gehen. Natürlich ist das irgendwie auch generische Fantasy, aber das ist ja mit auch die Stärke von D&D, ne? Dass man durch dieses Element des Generischen dann auch eine Freiheit hat, selber Sachen zu erschaffen. Ich mache mir ja gerade auch so ein kleines Setting, wo ich nicht genau festgelegt habe, was jetzt der Kontinent ist und so weiter. Und habe da eine Anlehnung an Azteken, Maya und Inka von der Kultur her genommen. Und ja, wir werden dann erstmal so ein bisschen das Setting und das übergroße Problem für dieses Setting, was ich dann eingebaut habe, bespielen. Von Stufe 1 an und damit auch D&D dann beginnen. Wir haben alle noch nie D&D gespielt. Ja, und freuen uns eben schon sehr drauf. Und ich freue mich insbesondere darauf, dass ich in ein paar Tagen anfangen werde, dieses Buch zu lesen und ja, für das Bauen meiner Welt dann eben
viele Tipps bekommen werde, sicherlich. Genau, und um das geht es auch erstmal. Also erstmal die eigene Welt erschaffen. Es gibt immer so ein paar, ja, Grunddinge, die dann gesagt werden. Also bei D&D gibt es ja dieses Multiversum und alle Spielwelten bewegen sich in dem Jahr. Deswegen gibt es so eine grobe Setzung, was eigentlich so los ist. Man kann natürlich auch davon abweichen, wenn man Bock hat, ne? Aber gewisse Dinge, wie dass die Welt einfach uralt ist und Götter da über die Welt wachen und da die Magie eigentlich auch herrscht, das ist einfach immer klar. So, also sie sagen zumindest, dass dann hierauf auch die Regeln beruhen und wenn man davon jetzt eben abweicht, ne, dann hat man da irgendwo mal vielleicht ein Problemchen. Aber das ist nicht so schlimm wie bei DSA, glaube ich. So. Dann geht es auch recht schnell um die Götter. Wir hatten ja im Spielerhandbuch schon Götterlisten für die verschiedenen Spielwelten, die so gesetzt sind bei D&D, also Greyhawk und so weiter. Und auch die der nichtmenschlichen Völker und sogar noch, ja, um selber welche zusammenzubauen, haben sie noch Listen gehabt von den nordischen Göttern, den ägyptischen Göttern, keltischen Göttern und noch irgendwas. Jo, hier haben sie dann anscheinend so ein beispielhaftes Pantheon. Und wie man überhaupt die Götterwelt verschieden gestalten kann, also da bieten sie anscheinend schon einige Beispiele. Lose Pantheons oder auch andere Möglichkeiten wie engere Pantheons, Mysterienkulte, sogar noch in einem Kasten göttliche Ränge, wie man die eben behandeln könnte. Und natürlich könnte man hier auch den Monotheismus bei sich irgendwie einführen oder Dualismus, Animismus oder irgendwas mit Philosophien machen. Ja, das Verhältnis der Humanoiden zu den Göttern wird natürlich auch beschrieben. Und bei dem Spielleiterhandbuch merkt man so ein bisschen, dass ab und zu, also dass es ein Spielerhandbuch ist an den Illustrationen, ne? Hier mal so ein bisschen Hexfeldzeug und hier ja, so ein Teil von irgendeiner Stadt oder einem Dorf. Ja, denn hier geht es auch um die Kartierung der Welt. Verschiedene Maßstäbe werden einem erstmal dargereicht, also Provinz, Königreich, Kontinent. Da kann man natürlich überlegen, wie groß soll das alles sein und eventuell sogar noch mit Hexfeldbezug, habe ich hier gerade schon gesehen. Ja, Gedanken zu Siedlungen. Und die Größe von Siedlungen, da gehen sie dann von Dorf über Kleinstadt und Großstadt, ja, bis hin zu Großstadt. Also sie denken sich dann auch schon, dass das schon dann die Großstadt ist. Also sie sagen hier am Ende, sehe ich gerade, dass Städte eigentlich im Multiversum jetzt selten wären, wenn die deutlich über 25.000 Einwohnern hätten. Irgendwann wird es auch ein bisschen für die Fantasy so ein bisschen, ja, vielleicht zu anonym, zu groß, wie auch immer. Auf die Atmosphäre wird eingegangen, die Regierungsformen, die man hier so in sehr, sehr langer Liste dargereicht bekommt. Also auch hier sind dann auch speziellere Sachen dabei, wie Meritokratie oder Gerontokratie, wo die Ältesten einfach herrschen. Ja, das finde ich sehr, sehr interessant, weil also ich brauche nur hier so ein paar Überschriften lesen und ich merke schon, dass ich da richtig Bock habe, mir für mein Setting Gedanken zu machen. Und D&D 5 schafft es auch wieder einfach, ja, ein Kapitel umfangreich sein zu lassen, aber einzelne Abschnitte wie Handel einfach nur, ja, auf so einer Viertelseite irgendwie darzustellen. Natürlich haben wir hier diese kleine Schrift, die ein bisschen wie DSA 4.1 erscheint, aber man muss auch sagen, dafür hält sich das mit 320 Seiten dann auch in Grenzen, ne? Also würde man das alles in großer Schrift mit viel mehr Abstand machen, wie bei DSA 5,
Da würden die ja mit so einem Buch ja gar nicht fertig werden, ne? Ja, Zahlungsmittel, sogar noch Beispiele dazu mit diesen Bildern. Und sie gehen sogar noch auf ungerade Währung ein, weil normalerweise ist das einfach so ja immer, ja, mal 10 zu sagen, ne? So, Handelsbarren sogar. So, eigene Währung erschaffen, Sprachen, Dialekte, klar. Gruppen, Organisationen, sogar mit Beispiel hier. Das Ansehen und die Ränge. Sogar mit einer beispielhaften Rangtabelle hier. Dann, wie man Magie in der eigenen Welt ausgestalten kann, welche Einschränkungen es geben könnte, ob man mit Teleportationskreisen spielen möchte oder wie das ist, wenn man Tote zurückholen könnte, ob man das will. Magieschulen. Das ist zum Beispiel sehr interessant, weil ich habe das auch schon beim anderen Buch gesagt, sowas wie Magieschulen oder Bardenschulen sind bei mir im Setting teils ein bisschen schwieriger, weil so diese typischen Azteken, Maya, Inka Kulturen, da kann man sich so eine Bardenschule erstmal, ne, wie im klassischen Skyrim nicht so gut vorstellen. Und dann könnte man sich eben überlegen, wie kann man das dahin übersetzen, weil bei uns ist halt eine Halbling-Bardin dabei. Aber das kann man eben auch schön mit den Spielern zusammen ein bisschen besprechen. Ja, hier geht es dann schon los mit dem Erschaffen einer ganzen Kampagne. Das werde ich, glaube ich, alles auch mal ausprobieren, das mal wirklich ja, so zu machen, wie die hier vorschlagen. So, Kampagnenereignisse. Da kann man dann auch immer mal wieder ein paar Dinge auswürfeln, wie zum Beispiel welterschütternde Ereignisse oder katastrophale Unglücke. Ja, hier gibt es viele Sachen, die so passieren können. Invasionen, ja, alles eben so, diese typischen coolen Dinge, die in der Spielwelt passieren können, wie man sie teils auch von Game of Thrones kennt. Beziehungsweise Lied von Eis und Feuer. Das sind hier echt viele Unterpunkte, bis hin zu Zehntens, Mythen und Legenden. Ja, was eben die Themen der Kampagne und die Vorfälle so sein sollen. Da stecken sicherlich ziemlich viele Ideen drin. Zeiterfassung sogar noch. Cool. Der obligatorische schöne Wilde. Ja, sogar auf das Beenden einer Kampagne wird eingegangen. Oh, auch schon wieder so ein richtig krass gutes Bild. Der Spielstil. Gut, darf auch nicht fehlen. Was ist denn da alles dabei? Hack and Slay, immersives Geschichten erzählen. Irgendwas dazwischen. Okay. So. Namen von Charakteren. Kampagnenthema. Okay. Ja, und was ich dann auch sehr schön finde, anhand der D&D-Stufen kann man dann hier sehen, in welchem Rahmen die Helden dann ungefähr wohl agieren. Ich wüsste dann bei mir, okay, Stufe 1 bis 4, da machen sie irgendwie bei sich im Dorf was oder so, ne? Bevor es dann eben immer höher geht. Ja. Ach genau, hier kommen dann nochmal die verschiedenen Arten der Fantasy allgemein. Ah, sogar eine Tabelle mit variierender Startausrüstung für die verschiedenen Stufen. Cool. Sword and Sorcery, heroische Fantasy, epische Fantasy, mythische Fantasy, dunkle Fantasy, Intrigen, Mysterien, Mantel und Degen, Krieg, Wuxia. Okay, ja, ein bisschen was Asiatisches muss ja auch drin sein. Gut, überqueren einer Grenze. So, im nächsten Kapitel geht es dann um das Erschaffen eines Multiversums. Da habe ich eigentlich gedacht, das müsste doch eigentlich zuerst kommen. Aber gut, man wird wahrscheinlich beim Lesen merken, warum man das irgendwie erst später macht. Vielleicht, weil man erstmal, naja, konkret überlegen sollte, wo man spielen will. Wie ich zum Beispiel, der dann gesagt hat, naja, ich hätte mal Bock mit meinen Spielern in so einem, also nicht in diesem Standard-Fantasy Mitteleuropa, ja, mittelalterlichen Mitteleuropa zu spielen, wie man es immer irgendwie macht, mit gewissen Iterationen, sondern einfach mal, nö, eure Standard heimische Kultur sind jetzt hier so Azteken, Maya, Inka-mäßige.
mit Dschungel und allem Kram. Und das als normal zu setzen, ist einfach für mich mal was anderes. Und ja, ich will mal ein bisschen experimentieren dann. Ja, gut. Okay, und dann kann man eben später das Größere, den größeren Rahmen dann sich überlegen. Natürlich gibt es da verschiedene Ebenen, planetare Kategorien. Weltenbaum, Weltachse, also so, ja, Dimensionszeug eben, ne? So, man kann aber auch die alles ein bisschen anders darstellen. Hier wird zum Beispiel gesagt, Sonnensystem oder unzählige Ebenen oder Omniversum oder wie ein Olymp oder dass es einfach eine Welt gibt, keine anderen Ebenen der Existenz oder eine Anderswelt und so. Das ist schon cool. Dann wird hier noch auf planetare Reisen eingegangen, weil man kann ja nun mal auch irgendwie zwischen im Multiversum ja reisen, ne? Ich wäre mal gespannt, wie sie das dann hier machen. Also ob sie dann sagen, naja Leute, also es gibt eben das Multiversum, das ist jetzt gesetzt und ihr könnt ein bisschen dran rumschrauben, aber eigentlich sind die Grunddinge gesetzt. Oder ob sie sagen, nee, komm, ihr könnt einfach irgendwas machen. Und dann eben noch viele Tipps dafür geben. Ja, wie Zauber dann da funktionieren mit diesem ganzen Portalzeug. Und dann, ach ja, genau, das hatte ich schon mal verglichen. Es gibt eine tolle ja, Sphärenkarte, sag ich mal, im Spielerhandbuch. Und hier werden jetzt die verschiedensten Ebenen davon durchgegangen. Also die Astralebene hier, immer mit einem einleitenden Fluff-Zitat. Und ja, die Dinge, die da eben wichtig sind, wie psychischer Wind, werden dann hier in kleinen Abschnitten beschrieben. Die Äther-Ebene gibt es noch. Manchmal kann man auch Dinge auswürfeln. Und dann gibt es noch Feywild. Das ist, glaube ich, ja, das ist diese Feenwesen-Ebene, ne? Haben die das nicht mal irgendwo übersetzt? Finde ich aber auch sehr, sehr stylisch. Solche Sachen hier. Feenmäßig. Oder hier, sowas hier. Am Anfang, als ich das Buch das erste Mal durchgeblättert habe, habe ich ja gedacht, ach nee, irgendwie hier so, das ist hier so die amerikanische Vorstellung davon, was Fantasy ist oder dunkle Fantasy oder so. Wobei, das ist ja eigentlich nicht so schlimm hier, ne? Aber wenn man dann noch hier mit diesem Feen, also mit dieser Feenebene, also wenn es um diese Feenebene geht und hier um diese Shadowfell-Ebene, dann ist das natürlich schon alles Standard. Ja, Shadowfell ist ja irgendwie so eine komische ja, Ebene des Schattens. Okay, habe ich auch noch nicht so viel drüber gelesen. Ich bin ja bei D&D noch eher neu. So. Innere Ebenen. Okay, da sind dann auch die Elementarebenen anscheinend. Luft, Erde, Feuer, Wasser. Nochmal ein richtig cooles Bild von diesen Elementebenen. Und die Bilder am Rand, also das ist auch immer echt wieder richtig geil gelungen. Ich bin mal gespannt, wie, ja, wie leicht es ist, da irgendwie hinzukommen und da irgendwas zu machen, dass ich einfach mal sagen kann mit meinen Spielern, ja, ihr seid da jetzt mal kurz und müsst da irgendwas machen. Mal schauen. So, und dann gibt es noch die äußeren Ebenen. Natürlich immer, wie man da reist und wie die Schichten so sind, ne? All diese Dinge. Ein bisschen optionale Regeln auch mal dazu. Berg Celestia, Bistopia. Ach genau, das sind diese ganzen äußeren Dinger. Nee, Moment. Das sind keine Unterkapiteln von Schichten der äußeren Ebenen. Nee, das sind diese. Sind das diese neuen Höllenbereiche? Irgendwas gab es da? Ich weiß nicht mehr so genau. Elysium. Oder das sind wirklich, die nennt man wirklich äußere Ebene. Weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Die Biestlande, Arborea, Isgard, Limbus, Pandemonium, der Abyss, Kakeri oder Sorcery, wie auch immer, der Hades. Sogar noch mit einem Monster hier. Eine Larve. Okay. Gehenna gibt es noch. Die. Ach so, genau, die neuen Höllen, das ist nochmal ein eigenes Ding. Okay, alles klar. So, die werden auch hier alle nochmal aufgelistet.
immer in so, ja, kleinen Abschnitten. Acheron, Mechanus, Arcadia, okay. So, und dann gibt es noch andere Ebenen. Die Fremde und das Sigil. Ja, ich habe auch schon mitgekriegt, dass das Fremde, also die Fremde, wenn man möchte, kann man da ja sogar, also der Name wird sogar genannt, Cthulhu-Zeugs einbauen, ne? Und da muss ich sagen, da passt es auch wieder gut mit dem, ja, mit dem Mythos-Crowdfunding für D&D 5, was Ulysses gemacht hat, weil wenn die eh schon sagen, naja, es könnte ja irgendwie so in der Fremde eigentlich das Zeug geben, was eigentlich über allem steht, ne? Und im Spielerhandbuch wird beim Hexenmeister auch gesagt, man könnte da irgendwie so einen Schutzherrn haben. Da wird sogar Cthulhu namentlich genannt als Beispiel. Das finde ich eine coole Verbindung, weil es eben so angeboten wird. Man kann es aber auch völlig ignorieren. Und ansonsten, wenn man dann aber das ganze Cthulhu-Zeug einbauen will, das will ich nämlich irgendwann auch nochmal machen bei D&D, dann kann man das alles machen. So Halbebenen, das ferne Reich. Ach genau, das ferne Reich war das, das irgendwie außerhalb dieses bekannten Multiversums liegt. Ne? Gut, dann Teil 2, Meister der Abenteuer. Na gut, hier geht es natürlich dann um so ein Abenteuerzeug, um das ganze Abenteuerzeugs, wieder mit richtig geilen Bildern. Der passionierte D&D-Spieler oder Spielerin wird natürlich bei solchen Bildern ständig wissen, was das für ikonische Viecher sind und so. Ich habe natürlich noch keine Ahnung. Ich kenne nur diesen Betrachter. Ich weiß gar nicht mehr, wie er auf Englisch heißt. Beholder oder so, weiß ich nicht. Naja. Ja, Abenteuer schaffen, ne? Verschiedene Abenteuerelemente. Auf welche Sachen man eingehen kann, Überraschungen, dass man irgendwas für alle Spielertypen auch mal macht. Publizierte Abenteuer. So, und dann die Abenteuerstruktur. Anfang, Mitte, Ende. Abenteuerarten. So, was haben Sie denn da so? Standortbasierte Abenteuer. Mit vielen Dingen zum Auswürfeln, wie Gewölbeziele oder Wildnisziele. Okay, warum denn Ziele? Na gut. Und wirklich dann von 1 bis 6, wie man dann innerhalb dieses Schemas der standortbasierten Abenteuer da was erschaffen kann. Genauso geht es dann bei ereignisbasierten Abenteuern los. Ne? Erstens fangen wir mit einem Schurken an. Also da, ich habe da richtig Bock drauf, mir da irgendwas zusammenzubasteln. Natürlich hier der archetypische Schurke. So. Ach so, Ziele immer im Sinne von, was die Helden erreichen sollen. Okay. Mysterien kann man auch noch machen. Da geht es nicht von 1 bis irgendwas, sondern es werden einfach verschiedene Punkte genannt. Wie Hinweise, Verdächtige und so weiter. So, dann kann man natürlich auch noch Intrigenabenteuer spielen. Und dann wird sogar noch auf Rahmenereignisse eingegangen, die man nochmal drumrum legt um alles, was man so macht. So. Was ist denn das hier? Ach so, Monarchenball, Krönung. Ja gut, das kann man. Also, dass man seine normalen Abenteuer irgendwie in sowas einbettet. Das ist dann eigentlich auch nur die Tabelle, ne? So, eine schöne Komplikationsauflistung. Moralische Zwickmühlen, Wendungen, Nebenaufträge. Ja, sehr schön. Ey, D&D hat echt immer viel zum Auswürfeln. Ne, selbst wenn man nicht würfelt, man kriegt tolle Inspiration. So, Begegnungen erschaffen. Was Charakterziele so sein könnten. Okay. Kampagnenbegegnungen erschaffen. Ach, hier ist diese Tabelle. Es gibt ja, also bei D&D kriegt man ja normalerweise EP für irgendwelche Monster und so, die man besiegt. Und dann sagt das Spielerhandbuch ja noch, naja, ihr könnt aber auch einfach sagen, nach einer gewissen Zeit steigt ihr eine Stufe auf. Also so mache ich es dann auch. Und dann sagen sie, du kannst aber auch noch Punkte vergeben, wenn man Schwierigkeiten überwunden hat. Und die kann man dann anhand von Monstern so grob vergleichen. Und dann kann man das hier immer so
kann man hier so schauen. Ne? Zum Beispiel, naja, das ist das, was man da jetzt gemacht hat, ist eine mittelschwierig gewesen, was man geschafft hat. Und auf Stufe 5 müsste man dafür 500 Punkte irgendwie kriegen. Ja, also brauche ich nicht unbedingt, aber ich finde das cool, dass sie einem die Möglichkeiten bieten, weil das ist das Beste, was du machen kannst, ne? Verschiedenen Spielertypen und Spielleitertypen, das alles bieten, was es an Möglichkeiten so gäbe. So, ja, alles Mögliche zu Begegnungen. Das ist sehr schön. Sogar noch spaßige Kampfbegegnungen. Okay. So, dann haben sie noch ganz viel Zufallsbegegnungen mit Tipps dazu. Sehr schön. Hier eine zufällige Feenwaldbegegnung. Und dann kommt auch schon das nächste Kapitel, wo man dann NSCs erschaffen kann. Natürlich all die typischen Sachen, ne? Beruf, Geschichte, Aussehen, Attribute, Talente, Benehmen, nützliches Wissen, Ideale, Beziehungen, Interaktion mit anderen, Schwäche oder Geheimnis. Also da werden jetzt die ganzen Listen hier gemacht, nochmal kurz gesagt, was das bedeutet und vielleicht noch Verweise auf andere Bücher und oder also beziehungsweise auf das Spielerhandbuch und dann natürlich Inspirationswürfellisten. So, ein bisschen was zu NSC werten. Und dann noch, wie das ist, wenn man die als Gruppenmitglieder mitschleppt. Sehr schön. Man kann auch noch Loyalität noch hier als extra Regel einführen. Und dann geht es auch schon um Kontakte. Weil man könnte ja Kontakte haben zu Mietlingen, Statisten, Widersachern und so weiter. Hier kann man sogar noch böse Pläne und Methoden von Widersachern auswürfeln oder sich Inspirationen holen. Finde ich auch sehr geil. Geheime Schwächen von Widersachern auch gut. Sogar noch Klassenoptionen für die. Ja, ach genau, da haben sie im Spielerhandbuch auch gesagt, der Kleriker zum Beispiel, der würde auch, also es gibt die Domäne Tod, aber der würde da eigentlich gar nichts machen. Sowas spielt man nicht. Und hier ist die dann halt aufgeführt. Die benutzt man halt eher für böse. Und wenn man irgendwie der Meinung ist, man kriegt das auch so hin als Spieler, dann kann man hier noch mit dem Spielleiter reden und das vielleicht machen. So, beim Paladin gibt es da den Eidbrecher. Ja, okay, zwei. Also, vielleicht gibt es in irgendwelchen Erweiterungsbänden noch dann was mehr, aber ja, muss auch nicht, ne? So, Abenteuerumgebung kann man dann auch noch schön ausgestalten. Erstmal natürlich, ich meine Dungeons and Dragons, ne? Alles Mögliche zu Gewölben. Wer die Erbauer waren, was der Zweck des Gewölbes war. Alles Mögliche. Sogar noch die Gewölbegeschichte. Gebäude, Gewölbeökologie. Und das muss natürlich alles Sinn ergeben. Fallgitter. Moment, das sind jetzt Fallen hier? Bestandteile. Türen, Türen. Luftqualität, also alles, was das Herz begehrt. Gefahren, brauner Schimmel, grüner Schleim, Spinnweben, gelber Schimmel. So, dann gibt es natürlich noch die Wildnis. Und was ich sehr geil finde auf den ersten Blick, sie sagen direkt, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Es gibt den Ansatz, Montagen zu machen oder eben Stunde für Stunde auszuspielen. Und da muss man immer gut gucken, was man eigentlich machen will, was man erreichen will, damit das irgendwie Sinn ergibt und die Spieler sich nicht dann zu sehr langweilen. So, Wildniskartierung wird hier auch noch beschrieben. Das Überleben in der Wildnis natürlich. Nahrungssuche mit Schwierigkeitsgraden und so und Bedarf an Wasser von verschiedenen großen Kreaturen und auch Essen. Wie man sich verlaufen, regeln kann, wirklich alles, was das Herz begehrt. Dann kann man noch mal ganz viele Siedlungssachen auswürfeln. Und dann geht es eher um die Kartierung von Siedlungen noch mal. Na? Ich finde ja sehr, sehr schön, dass hier so eine ganze große Karte davon ist, weil
Die könnte man eigentlich archetypisch natürlich dann auch verwenden im Spiel und vielleicht für die Spieler dann einmal, ja, irgendwie kopieren oder so. Ungewöhnliche Umgebung sogar noch. Ah, sehr schön. Unter Wasser, die See oder im Himmel. Sehr, sehr cool. Also sowas wünsche ich mir wirklich auch in einem Spielerhandbuch. Ja. Und dann natürlich das große Kapitel Fallen. Ne? Verschiedenste Arten von Fallen. Und dann natürlich ganz viele Beispielfallen. Wie einstürzende Decke, fallende Netze und so weiter. Also da ist alles Mögliche drin. So, und dann Kapitel 6 zwischen den Abenteuern. Natürlich wird darauf eingegangen, wie man Abenteuer schön verknüpfen kann. Mit einer übergeordneten Handlung vielleicht auch agieren kann. Da gibt es auch Beispiele zu. Wie man mit Vorankündigungen arbeiten kann. Ja, und wie man dann eben eine Kampagne immer wieder weiterverfolgt und da vielleicht was Bleibendes auch da ist, ne? Also kann man eben natürlich mit Handouts oder Notizen arbeiten und so weiter. Da gehen sie hier auch nochmal drauf ein. Wiederkehrende Ausgaben. Da gibt es ja so ein bisschen was im Spielerhandbuch, ne, mit dem Lebensstil. Wird auch drauf eingegangen hier. Sogar wie das ist, wenn man hier irgendwie mit Geschäften irgendwie Geld verdient. Ja, Aktivitäten zwischen den Abenteuern, okay. Eine Festung bauen, okay. Zechen, einen magischen Gegenstand herstellen. Ansehen hinzugewinnen, heilige Riten vollziehen. Ein Unternehmen führen. Immer mit Beschreibungen und Tabellen. Magische Gegenstände verkaufen. Gerüchte streuen. Trainieren, um Stufen aufzusteigen. Okay. Man kann natürlich auch selber welche erschaffen. Dazu gibt es hier eine Liste, wie man das machen kann. Nochmal nicht schlecht. So. Und dann haben wir hier schon was, was bei D&D auch nicht fehlen darf, nämlich das Schatzkapitel. Natürlich gibt es verschiedene Schatzarten. Also hier gibt es jetzt Münzen, Edelsteine, Kunstobjekte und magische Gegenstände. So, zufällige Schätze mit Schatztabellen. Da kann man natürlich ganz viel auswürfeln. Dann gibt es natürlich auch die magischen Gegenstände, wo man natürlich auch Dinge auswürfeln kann. Auch Dinge werden dann eben beschrieben, wie erkennt man denn einen magischen Gegenstand, was kann man da machen, was ist, wenn der verflucht ist, all diese Dinge, diese Aspekte, die man dann eben braucht. So, die verschiedenen Kategorien für magische Gegenstände, die werden natürlich auch hier alle aufgeführt. Rüstung, Tränke, Ringe, Zepter, Schriftrollen, Zauberstecken, Zauberstäbe, Waffen, wundersame Gegenstände. Ja, sogar noch hier als Variante Tränke mischen oder Schriftrollenunfälle. Auch cool. So. Ja, die Aktivierung von Gegenständen. Wie belastbar magische Gegenstände so sind. Hier kann man sogar noch mehr Zeugs auswürfeln, wenn es um die Schöpfer von irgendwelchen magischen Gegenständen geht. Oder dass man irgendwas aus der Geschichte auswürfeln kann. Also rundum wird man da anscheinend glücklich gemacht. So, und hier gibt es noch ganz viele zufällige magische Gegenstände. Die Tabellen gehen hier wirklich bis. Oh, bis I? Ups, nein. Ja, bis I. Ja, ich habe immer Angst, dass ich hier die Seiten irgendwie knicke, weil die Seiten sind in den D&D-Büchern wirklich nicht so dick. Ja, und dann werden sogar hier noch magische Gegenstände von A bis Z dann wirklich auch aufgeführt. Begonnen bei der Adamantrüstung. Krass. Natürlich mit allen wichtigen Angaben. Gerne dann auch mal Bilder. Also hier sind wirklich richtig viele Bilder drumherum. Das ist echt cool. Da wird sich sicherlich irgendwas finden, was ich meinen Leuten dann mal gewähren kann. Denn D&D ist ja eben so ein
Also nicht so ein richtiger Grinder vielleicht, aber man will schon sich immer ein bisschen verbessern und geile Sachen kriegen. Ne? So ein bisschen wie auch ja im PC-Rollenspiel. Die Riesenfliege kriegt sogar noch ihren Wertekasten als Viech. Man kann ja mal hier eine Stichprobe machen. Also, der Flugbesen. Ist der hier irgendwo abgebildet? Nö, sehe ich jetzt hier nicht. Vielleicht auf einer anderen Seite? Nee. Also ich glaube, sie bilden hier nicht alles ab, aber vieles. Halskette der Anpassung, ja genau, okay. Das sind zumindest Sachen, die da auch dann beschrieben sind. Wäre sonst auch irgendwie ein bisschen komisch. So. Oh, das sind ja wirklich junge, junge, junge. Wir sind erst bei H. Ionenstein. Junge, 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 junge. Kristallkugel. Mütze der Wasseratmung. Sehr schön. So. Also das sind sehr, sehr viele Seiten, aber bei D&D ergibt das eben auch wirklich Sinn, das zu tun. Schöne Karten. Avatar des Todes hat auch noch mal einen Wertekasten, auch wieder ein richtig cooles Bild. Das nimmt ja hier echt kein Ende. Ja, der Buchstabe S hat meistens sehr viele Dinge in so einem Index oder so. Auch wieder ein richtig geiles Bild. Umhang der Fledermaus. Also ich weiß nicht, wie viele Seiten das jetzt hier sind, 30 oder so. Also das ist richtig krass. Natürlich, bei Z gibt es wieder so viel, weil Zauberstab des Dödödö, Zauberstab der Blitzschläge, Zauberstab der Paralyse, Zauberstecken des Feuers. Oh. Zauberstab der Wunder macht sogar noch auf einem W100 verschiedene Dinge. Richtig geil. Und die Bilder sind einfach. Oh. Ich konnte das auch schon im Spielerhandbuch nicht lassen, ständig diese Bilder zu loben. Also die Illustrationen sind wirklich allerhöchste Güte. So, intelligente magische Gegenstände, die gibt es anscheinend auch noch. Allein so eine Seite hier mit so viel Zeugs drauf, das muss man ja alles irgendwie illustrieren, ne? Naja. So, wie man die erschafft, wieder Tabellen dazu und Konflikte und Beispiele. So, und dann kommen wir separat auch noch zu Artefakten. Eigenschaften von Artefakten, wieder viele Würfeltabelle, kleinere, größere Nachteile, zum Beispiel Beispiele für Artefakte. Ja, gut. Dann müsste man ja hier dann wissen, wie man Artefakte machen kann, ne? Okay, es gibt jetzt hier aber keine unendlich langen Artefaktlisten. Das war nur bei den magischen Gegenständen offensichtlich. So, andere Belohnungen. Was kann man sonst noch machen? Übernatürliche Geschenke, wie so ein Segen oder Bezauberungen. Zeichen von Prestige, sowas wie Empfehlungsschreiben, Medaillen, Landparzellen, spezielle Gefallen. Sehr geil, dass sie auch an sowas gedacht haben. Oder spezielle Rechte, Festungen, Titel, Training oder epische Gaben. Ja, okay. Das sind ganz viele kleine. Was ist denn das zum Beispiel? Zum Beispiel Gabe der Stärke. Dein Treffermaximum steigt um 40. Alter! Okay, das ist wirklich episch. Nochmal ein Beispiel, Gabe der Erholung. Du kannst eine Bonusaktion benutzen, um eine Anzahl von Trefferpunkten zurückzuerhalten, die der Hälfte deines Trefferpunkte-Maximums entspricht. Wenn du das getan hast, kannst du die Gabe nicht erneut verwenden, bevor du nicht eine kurze Rast eingelegt hast. Boah. Okay, also das ist wirklich episch. Also man heilt ja eh schon so schnell bei D&D, ne? Aber das einfach nochmal zwischendurch. Mitten im Kampf als Bonusaktion. Alter. Okay, und dann kommt natürlich das obligatorische Spielleiterkapitel. Wie man mit Regeln umgeht und wie das ist, wenn da gequasselt wird am Tisch und wie man mit Würfeln umgeht. Und Regeldiskussion, Metaspielgedanken, was man machen kann, wenn Leute nun mal fehlen. Kleine Gruppen, neue Spieler, okay. Und dann die Rolle der Würfel aber auch nochmal so richtig breit ausgewalzt auf, naja, gut, einer guten halben Seite. Dass man entweder die Würfel ein bisschen ignoriert oder eben richtig viel würfelt oder eben irgend so einen Mittelweg nimmt.
Also bei uns wird, glaube ich, so halbwegs viel gewürfelt. So. Ja, wie man mit Attributswerten umgeht und den entsprechenden Würfen, die damit zusammenhängen. Ah, das ist nochmal cool. Hier gehen sie auch nochmal auf Werkzeuge ein und Übungen und solche kleinen Sachen. Das ist nett. Also, wie das geht, habe ich alles verstanden im Spielerhandbuch, aber ob die da noch irgendwelche anderen Anmerkungen zu haben, das interessiert mich dann durchaus nochmal. Oha, wie man mit Inspiration umgehen kann. Sehr, sehr cool. So. Erkundungen. Okay, klar, man kann Karten verwenden, mit Reisegeschwindigkeiten spielen. Sichtweite im Freien. Wie groß die dann wäre zum Beispiel. Ah, okay. Alles Mögliche, was dazu gehört. Okay, und hier nochmal soziale Interaktion. Ich dachte ja, wie gesagt, im Spielerhandbuch, dass da irgendwie ganz dolle Regeln dann auf einmal sind, wie bei DSA 5. Das war nicht so. Da war im Prinzip nichts wirklich an Regeln. Da wurde vor allem gesagt, naja, guckt mal, ob ihr würfelt oder nicht oder irgendwie so einen Mittelweg nehmt. Und hier kann man jetzt noch mal ein bisschen vertiefen, ne? Also Kreaturen können verschiedene Gesinnungen, also nicht Gesinnung, sondern Einstellungen haben, freundlich, gleichgültig, feindlich und dass man die immer ändern kann mit Würfen und so weiter. Okay. Gesprächsreaktion. So, natürlich müssen wir zum Rollenspiel, ne? Setz deine Stimme ein. Ja, klar. Also wir haben über so viele Jahre immer wieder festgestellt, Stimme ist wirklich richtig nützlich. Weil es macht wirklich einfach einen Unterschied, wenn die Spieler, aber auch der Spielleiter natürlich vor allem, der die Welt darstellt, nun mal eben den grummeligen Zwerg ein bisschen anders spricht als den, ja, schnöseligen Elfen oder so, ne? So. Objekte sogar noch. Moment. Achso, es geht um In-Time-Objekte mit Zerstörung und ja, okay. Trefferpunkte von Objekten. Okay. Riesige und gigantische Objekte. Ja, ein paar Anmerkungen zum Kampf, wie man das alles so notiert, sogar wie man das notieren kann, sich alles aufschreiben kann. Okay. Auch natürlich, wie das ist, wenn man Miniaturen benutzt. Gruppen von Gegnern. Gut. Ah, Verfolgungsjagden. Das ist auch nochmal interessant. Verfolgungsjagden finde ich immer, das sind immer tolle Kapitel in Rollenspielbüchern. Weil du hast da wirklich die verschiedensten, tollsten Ansätze. Also es gibt irgendwie ganz einfache Grundsysteme, wie bei Fate oder auch Splittermond. Dann gibt es sowas wie bei DSA 5, wo es gar nicht so schwer ist, aber durch irgendwelche Erweiterungen ein bisschen, naja, ein bisschen vielleicht noch nerviger wird. Und dann gibt es sowas wie bei Cthulhu, wo total vieles und noch sau viele Optionen da sind. Naja, man kann aber auch das alles nur mega einfach handhaben, ne? Und wie die das hier managen, das würde mich dann mal interessieren. Eine tolle Verfolgungsjagd hatten sie letztens, ich glaube, in der achten Let's Play-Folge von Finstere Herzen beim Hexen 1733 Let's Play von Ulysses-Spiele, wo die Verlagsleute so ein bisschen spielen. Das war echt cool. Da hat Markus Plötz eigene Karten mit Geschehnissen genau zugeschnitten auf das Setting, auf das Dorf und auf die Regeln und die Spieler gemacht. Und dann wurde immer so jede Runde eine Karte gezogen. Man musste irgendwie Hindernisse überwinden und ist dann immer dem Typen näher gekommen oder auch nicht. Das war schon ganz cool. Also wenn man so ein bisschen ja, coole Action-Sachen drin hat, weil man Karten zieht oder so, das finde ich immer ganz, ganz nett. Nur es muss eben irgendwie passend anwendbar sein. Sogar noch Belagerungsausrüstung hier. Warte mal, was war denn das für ein Kapitel? Verfolgungsjagden, okay. Das ist ein neues Unterkapitel. Ballista, Belagerungsturm, Kanone, Kessel hängend. Mangonel, Rambock, Trebuchet.
So. Großes Objekt, Rüstungsklasse, Trefferpunkte, Schadensimmunitäten und dann Beschreibung und dann, was der an Schaden und so macht. Okay. Ah, Krankheiten. Ja, so ein ganz bisschen Krankheiten im Rollenspiel ist okay. Das braucht man nicht unbedingt lange ausschweifend da darstellen. Wäre mal interessant, ob dann hier wieder Krankheiten in irgendeinem Erweiterungsbuch kommen. Noch mehr Krankheiten. So, Gifte sind natürlich nett, wenn man da mal. Hier gibt es wieder Kontakteinnahme und so. Das ist cool. Ein paar Beispiele. Hier auch noch ganz viele Beispielgifte. Wie das ist, wenn man ein Gift kaufen will und so weiter. Ah, Wahnsinn. Das ist natürlich super. Ja, da wäre ich mal gespannt, ob sie genau die Regeln für Mythos D&D benutzt haben oder die noch erweitert haben. Wahrscheinlich haben sie die irgendwie ein bisschen erweitert. Aber allein wenn ich hier schon lese, also kurzfristiger Wahnsinn, langfristiger und permanenter Wahnsinn, das ist ja schon irgendwie Cthulhu-mäßig. Also da können sie das doch super bei Mythos-Dings da verbauen. Naja, Mythos, Cthulhu, D&D. Mit Tabellen natürlich wieder und wie das mit dem Heilen ist. Ja, und dann natürlich auf Erfahrungspunkte eingehen. Stufenaufstieg ohne EP. Ich glaube, im Spielerhandbuch stand einfach nur, ja, ihr könnt es ohne EP machen und ich wahrscheinlich sogar mit Verweis hier drauf, ne? Weil dann habe ich, glaube ich, das schon mal gelesen. Ja, doch, das habe ich schon mal gelesen. Und ich meine, das ist halt so ein Abschnitt, ne? Liest du einmal kurz, fertig, reicht. Tolle Sache. Boah, schon wieder so ein krasses Bild. Ja, Werkstatt des Spielleiters, was geben Sie einem denn hier noch an die Hand? Ach, das ist ja lustig. Man kann statt den Übungsboni dann auch einfach einen Würfel benutzen. Und im Schnitt würde dann der Übungsbonus gewürfelt werden. Man kann aber auch Glück und Pech haben. Das ist ja auch nett. Das sind wirklich, und vor allem so ein kleiner Abschnitt. Man kann wirklich auf so einem kleinen Abschnitt einfach sagen, ja gut, Leute wollen wir es machen, ja, nein, fertig. Und dann aber auch nicht auf 1000 Bücher verteilt noch. So, Fertigkeitsvarianten, okay. Heldenpunkte sogar noch, okay. Neue Attributswerte, Ehre und geistige Gesundheit. Geistige Gesundheit, werden Sie sicherlich benutzt haben als Attribut in Mythos, Cthulhu. Werde ich dem, nachher auch noch durchblättern. So, Ehre, ja. Ehre haben sie ja mal versucht als Wert auch in dem Horasreich-Regionalband von DSA 4.1 da einzubauen. Ja, sowas werden sie sicherlich auch bei DSA 5 wieder machen. So eine Optionalregel. Fokusregel der Stufe 1. Cool. Ja, mit Beispielen und so. Echt super. Noch ein paar Abenteueroptionen. Ach ja, wenn man mehr Furcht und Horror haben will, wenn das mit der Heilung irgendwie anders sein soll. Rastvarianten, Feuerwaffen, Sprengstoffe, sogar mit Werten komplett hier, ne? Dynamit und alles. Kann ja sein, dass man da irgendwie was mit Piraten oder so machen will. Fremdartige Technologien. Handlungspunkte. Okay, damit, was können sie machen? Ach, auf die Handlung dann können sie ein bisschen eingreifen. Ist ja auch cool. Mit verschiedenen Optionen sogar noch, wie man es dann machen könnte. Das sieht ein bisschen Witcher-mäßig aus. Kampfoptionen noch. Initiative-Varianten, sehr schön. Aktionsoptionen. Entwaffnen, markieren, okay. Überrennen, turnen. Deckung treffen, Doppelschlag. Okay. Wenn man will, kann man da einiges tun. Monster erschaffen. Oh, cool. Modifizieren von Monstern. Okay, ich glaube, das wird dann wieder ein bisschen komplizierter. Das sind hier einige Seiten. Aber gut, wenn man Monster neu erschafft, ne, ich meine. Aber wenn das jetzt wirklich dafür geeignet ist, Monster komplett selber zu erschaffen, das wäre schon mega krass. Also, nicht schlecht. 20 Schritte, in 20 Schritten ein Monster erschaffen. NSC-Spielwerte. Alter, und dann haben sie hier noch die ganzen Monstermerkmale aufgelistet. Nicht schlecht, Leute. Und das ohne, dass es ein Monsterbuch ist.
Wirklich nicht schlecht. Magische Gegenstände erschaffen auch noch. Einen Gegenstand verändern oder einen neuen erschaffen. Okay. Neue Charakteroptionen schaffen. Neue Völker, Volksunterarten erschaffen. Nicht schlecht. Kosmetische, kulturelle Anpassungen, eine neue Volksuntergruppe. Alter Schwede. Okay, also ich bekomme irgendwie seitenweise mehr Lust auf dieses Buch. Und ich hatte am Anfang schon echt Lust. Eine Klasse modifizieren. Ja, das, was wir brauchten einmal, war so ein bisschen Hintergrund modifizieren. Ah, Hintergrund erschaffen. Ah, das werden wir wahrscheinlich nochmal komplett neu machen bei dem einen Charakter. Sehr, sehr cool. Und dann sind wir auf Seite 290 in den Anhängen. Hier gibt es einfach nochmal zufällige Gewölbe, die man sich irgendwie auswürfeln kann. Oh, okay, sehr schön. Das sind echt viele Tabellen. Wow. Nicht schlecht. Aber gut, es heißt ja auch Dungeons and Dragons. Monsterlisten. Ach, Moment. Ist das jetzt etwa genau das, was mir im Monsterbuch gefehlt hat? Ich hatte nämlich im Monsterbuch... also ich fand alles irgendwie toll, aber was mir gefehlt hat, war einfach Listen, die alle Monster auflisten nach einem Erfahrungsgrad. Weil damit ich gucken kann... Aha, meine Spieler haben den und den Erfahrungsgrad. Welches Monster kann ich denn jetzt als Herausforderungsgrad dann benutzen? So, und hier... ja, ordnen Monster nach Umgebung und Herausforderungsgrad. Nach Umgebung auch noch. Das ist richtig cool. Sehr, sehr schön. Okay, ne, also kann ich ja mal hier als Beispiel mal gucken. Ne, also meine Leute wären zum Beispiel... ein bisschen in den Bergen, mit Dschungel teilweise. Also bei Bergen könnte ich dann eben gucken, was weiß ich hier, der Adler, dann benutze ich den im Dschungel oder mache daraus so einen komischen Fantasy-Dschungeladler. Dann könnte da auch mal irgendwie ein, ja... Oh, uralter roter Drache. Der kommt da sogar vor. Cool. Sehr schön. Weiß ich schon, was ich machen kann. Orks und so. Okay. Riesenziege. Stadtgras. Monster der Sümpfe. Also sowas hätte ich jetzt eigentlich im Monsterhandbuch erwartet, ne? Aber gut, das sorgt dafür, dass ich dann dieses Buch auch gerne mal mit, auf jeden, vor allem mit den ganzen Schatzlisten und so, also das nehme ich auf jeden Fall auch zum Spielen mit. Und ganz ehrlich, bei DSA 4.1 oder Splittermond musste ich so viele Bücher mitnehmen. Aber das ging gerade so. Weil wir halt nicht bei mir spielen. Und bei DSA 5, nee, also da benutze ich dann wirklich Laptop mit PDFs. Und später ein Tablet wahrscheinlich mal. Aber bei D&D kann ich wirklich 3 Bücher mitnehmen, plus Spielleiterschirm. Und später vielleicht noch Xanathars Ratgeber für alles und Vodos Almanach der Monster. Mal gucken. Aber das sind höchstens 5 Bücher plus Spielleiterschirm. Ziemlich geil. So, Wald... Gibt es hier extra noch Dschungel separat? Nee, gut. Aber man kann ja Waldmonster nehmen und die so ein bisschen anders aussehen lassen oder so. Nach Monstergrad. Ah, sehr, sehr schön. Ja, weil ja so ein normaler Wolf, der kann ja mit seinem Durchschnittsschaden oder mit seinem erwürfelten Schaden, kann ja schon meine Leute auf Stufe 1 mit einem Biss quasi fast umbringen, ne? Oder umbringen. Ja, dafür regeneriert man zum Glück viel bei D&D. Die erste Stufe werden sie auch relativ schnell aufsteigen. Ach, Herausforderungsgrad 0 sogar. Ach so. Es war ja irgendwie so eine durchschnittliche Gruppe, so eine ungefähr Vierergruppe, die auf Stufe 1 ist, könnte ein Monster vom Herausforderungsgrad 1 eigentlich. Also zum Beispiel hier belebte Rüstung, Braunbär, Halboger. Ghoul, Pferdegreif, Löwe. Also ich habe halt nur 2 Spieler. Ich müsste dann halt immer halbieren wahrscheinlich ungefähr. Also ich müsste dann irgendwie den es gibt ja auch noch Halb-Herausforderungsgrad. Das wäre wahrscheinlich dann genau mein Ding. Sowas wie Schatten oder ein normaler Schläger, Tiefengnom, Streitrossskelett, Schwarzbär. Braunbär ist heftiger als Schwarzbär, okay.
Oder eben zwei Viecher von Herausforderungsgrad ein Viertel, zwei Goblins zum Beispiel. Oder noch mehr von ein Achtel. Dann kann ich irgendwie vier Doggen auf die hetzen oder so. Sehr, sehr cool. Genau diese Listen hier haben mir noch gefehlt. Fragt sich halt noch, was sie alles abdecken, ne? Weil, ja, es gibt die Standardtiere und die ganzen Monster, Monster-Manual halt, Monsterhandbuch. Und dann gibt es ja aber noch ein bisschen mehr dann eigentlich, ne? Wolos Almanach der Monster, wie ist das dann da? Sind dann hier auch irgendwie die Viecher dann da drin? Ha, naja. So, Anhang C Karten finde ich auch sehr cool, dass sie einem einfach so ein bisschen was an die Hand geben. Werde ich wahrscheinlich dann auch relativ schnell benutzen. Vielleicht nicht unbedingt die Windmühle, aber hier so ein, irgendwie so solche Dungeon-Sachen hier. Das ist schon ziemlich cool. Sehr, sehr cool. Vor allem auch mal hier sowas, ne? So eine Feldspalte. Das ist schon super. Ja, und dann wie auch im Spielerhandbuch Inspiration für Spielleiter. Ja. Und mal wieder ein. Oh, dieser Index hat diesmal keine größeren Buchstaben, wenn ein neuer Buchstabe anfängt davor. Okay. Aber gut, geht auch so irgendwie noch. Wäre halt perfekt gewesen. 320 Seiten. Okay. Ja. Keine Werbung, nix. Aber die ist ja quasi hier hinten nochmal drauf. Ja. Also, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe nur irgendwie mal so Mini-Abschnitte ja, gelesen, um irgendwie zu sehen, wie ist es jetzt, wenn man ohne EP-Vergabe spielt, wie gesagt, ne? Aber. Und ich habe halt auch schon mal durchgeblättert, aber intensiv durchgeblättert habe ich jetzt wirklich das erste Mal jetzt gerade. Ich meine, ich glaube ungefähr eine Stunde jetzt lang oder so. Und das, was hier alles drin ist und was es für unendlich Möglichkeiten und Ideen und Tabellen und so gibt, also da muss ich sagen, Leute, und dann noch die ganzen geilen Bilder und diese krasse Nützlichkeit. 50 € habe ich eigentlich dann doch dafür auch gern ausgegeben. Gut, das soll es dann hiermit gewesen sein. Ich mache mal gleich weiter mit dem Spielleiterschirm und dem Monster-Manual, bevor ich zu dem Crowdfunding-Zeug komme. Ja, und dann soll es das erstmal gewesen sein. Und ganz, ganz vielleicht mache ich auch noch irgendwann mal eine Rezi, wenn ich hiermit komplett durch bin und ich da richtig Lust zu habe. Aber weiß ich nicht, ich kann irgendwie jetzt schon sagen, geil finde ich es auf jeden Fall. Und nach dem, was ich aus dem Spielerhandbuch mitgekriegt habe, was ich ja fast durchgelesen habe, ja, bietet D&D also für alles Mögliche was. Das ist schon mega geil. So viele Möglichkeiten. Man kann es aber auch einfach halten. Man kann einfach spielen. Ne? Und es ist sogar hier voll gut geeignet für Let's Plays vor der Kamera und so, wie Mayri Stritter von Orgenspalter TV gesagt hat. Deswegen spielen sie das da so gerne. Ja, also ich kann es verstehen. Ich habe am Anfang noch so ein paar Vorurteile gehabt. Oh, hier amerikanische Ur-Fantasy und so. Aber nee, also D&D 5. Edition. Bin gerade echt froh, dass ich da nicht vorher so viel mitgemacht, also gar nichts mitgemacht habe, sondern jetzt in der 5. Edition ordentlich dabei bin. In Farbe und mit Bunt. Ja, und einfach da mega zufrieden mit bin. Ja, gut. Das erstmal soweit und ja, bis denn.